Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zum aktuellen D-Talk begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Gernot Bauer, er ist Redakteur des Profil in Österreich, vergleichbar mit dem Spiegel in Deutschland zur Einordnung. Herzlich willkommen, Herr Bauer. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus Wien und danke für die Einladung, Herr Müller. Herr Bauer, Sie haben das Buch geschrieben, Kickl und die Zerstörung Europas. Wir stehen wenige Tage vor der Nationalratswahl in Österreich. Wie sehen denn die Umfragen aus? Hat Herr Kickl Chancen, mit seiner FPÖ einen Sieg davon zu tragen? Ja, die Chancen sind mehr als gut. Also die Freiheitliche Partei Österreichs und Herbert Kickl sind seit über einem Jahr, muss man sich vorstellen, in allen Umfragen voran. Also ob linke Meinungsforschungsinstitute oder rechtere oder was immer, alle Demoskopen haben die FPÖ deutlich voran. Das heißt, er geht als absoluter Favorit in diese Wahlen, in diese Nationalratswahlen. Und eigentlich dachte man, na, der ist nicht mehr einzuholen. Nur natürlich haben wir jetzt in Österreich ein Hochwasser, vor allem im Raum um Wien, also wirklich ein katastrophales, hundertjährliches Hochwasser. Und jetzt wird natürlich aktuell, jetzt wie wir sprechen, debattiert, ob das irgendeine Konsequenz auf die Wahlen hat, so wie das ja auch in Deutschland der Fall war. Also wir erinnern uns, also Sie erinnern sich besser als ich, an den Fall von Armin Laschet, der ja auch gehandelt wurde als fixer Kanzler und dann kam das Hochwasser und dann kam dieser Fehler mit dem Lachen und dann war auf einmal alles anders. Oder 2002, als Gerhard Schröder, der damals eigentlich schon abgewählt schien, dann plötzlich mit Gummistiefeln auf irgendeinem Deich auftauchte und damit noch die letzten paar tausend Stimmen erreichte, mit denen er damals Edmund Stoiber schlug, den Kandidaten der CDU-CSU. Ganz genau. Und bei uns geht es, glaube ich, um das vielleicht noch kurz abzurunden, in so einer Situation um Fehlervermeidung. Also wir hatten auch schon Hochwasser vor Wahlen und daraus zogen die Politiker die Lehre, ja, man muss schon präsent sein, Empathie zeigen, die Handeln der Bundeskanzler, die müssen auch sich als Macher präsentieren und als verantwortliche Politiker. Aber man darf es nicht überziehen, natürlich, weil die Leute merken das schon, wann die Show beginnt. Wenn wir das Hochwasser mal außen vor lassen und die Chancen und Risiken, die für die Politiker darin liegen, was sind denn die Hauptthemen bei der Nationalratswahl in Österreich? Ist es Migration? Ist es die soziale Lage? Ist es der Ukraine-Krieg? Ist es Europa mit der Grenzabschottung, zum Beispiel von Deutschland nach Österreich? Was sind die Hauptthemen? Es gibt im Wahlkampf ein einziges großes Hauptthema und das ist die von Ihnen angesprochene Integration und alles, was dazugehört, Asylwesen, Zuwanderung, Migration, irreguläre Migration. Also dieses ganze Themenfeld ist dominant in der österreichischen Innenpolitik schon seit Monaten und dominiert jetzt auch den Wahlkampf. Und jetzt muss ich leider einen Sprung wieder zurückkommen zu dem Hochwasser. Es kann nur sein, dass jetzt in den letzten 2 Wochen das Thema Unwetter und damit verbunden Klimawandel jetzt doch etwas dominanter wird. Das mag den Grünen, der Grünen Partei, die bei uns auch in der Regierung ist, Auftrieb verleihen. Und es nimmt vielleicht der FPÖ ein bisschen Schwung, weil die rauscht so richtig durch diesen Wahlkampf durch, auf dieser Welle der Unzufriedenheit mit der Migration. Das ist wirklich vergleichbar wie bei Ihnen in Deutschland. Also dieses furchtbare Attentat in Solingen ist auch in Österreich natürlich sehr genau registriert worden. All das hat die FPÖ begünstigt. Jetzt vielleicht, zumindest ein paar Tage, wird auch der Klimawandel ein Thema sein, der bisher interessanterweise überhaupt keine Rolle gespielt hat im österreichischen Wahlkampf, obwohl wir in Österreich auch wie bei Ihnen in Deutschland gerade einen Sommer hinter uns haben, wo also ein Temperaturrekord den anderen gejagt haben. Trotzdem war der Klimawandel kein Thema, sondern es war die Migration. Wenn ich jetzt nochmal Österreich mit Deutschland vergleiche, in Deutschland scheinen wir die Situation zu haben, dass Forderungen, die die AfD, die in weiten Teilen vergleichbar ist mit der FPÖ, Forderungen, die die AfD gestellt hat, von anderen Parteien aufgenommen wurden, wie Abschottung der Grenzen, schnellere Abschiebung. Ob das jetzt tatsächlich passiert, ist ja mal eine andere Frage. Aber viele Forderungen haben sowohl die SPD als auch die CDU und auch die FDP, also die liberale Partei in Deutschland, aufgegriffen. Wie ist das in Österreich? Hat die ÖVP oder hat die SPÖ auf Forderungen der FPÖ reagiert? Ja, allerdings schon vor Jahren. Sie erinnern sich an unseren ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Dem ist es 2017 gelungen,
dieses Thema Migration komplett von der FPÖ zu kapern. Also der ist damals schon einen sehr eher rechten, sehr harten Kurs in der Migration gefahren. Ich darf da erinnern, dass er sich damit zum Beispiel im absoluten Gegensatz begeben hat zu Angela Merkel. Und zwischen Berlin und Wien war damals das Verhältnis schon sehr gespannt, weil Sebastian Kurz so ostentativ sich gegen die damalige Bundeskanzlerin Merkel gestellt hat. Also die ÖVP tut das, was jetzt die SPD macht und die CDU vielleicht auch schon länger, das macht die ÖVP schon sehr viel länger. Ne? Also die fahrt einen strengeren Kurs und genau wie in Deutschland jetzt haben wir allerdings die Diskussion, bringt das denn was, wenn man versucht sozusagen die rechtspopulistischen Parteien rechts zu schlagen. Bei Sebastian Kurz hat man gesehen, hat es funktioniert. Bei der Wahl Ende September, jetzt ist allerdings davon auszugehen, dass all die Stimmen, die Sebastian Kurz bei der letzten Nationalratswahl gewonnen hat von der FPÖ, 1:1 wieder von den Freiheitlichen zurückgehen zur Österreichischen Volkspartei, zu den Christlich-Sozialen. Und das erklärt auch, warum die FPÖ Platz Nummer 1 einnehmen wird aus jetziger Sicht. Aber im großen Bild haben Sie absolut recht. Die ÖVP hat dieselben Positionen wie die FPÖ. Und ähnlich wie in Deutschland läuft auch bei unserer Sozialdemokratie jetzt auch schon eigentlich länger, eigentlich auch schon jahrelang eine Debatte um den Migrationskurs. Der neue Chef der österreichischen Sozialdemokratie, Andreas Babler, der Spitzenkandidat, der hat allerdings seine Partei wieder neu ausgerichtet. Der hat hier einen prononziert liberaleren Kurs angekündigt, aber nicht zuletzt wegen der Vorfälle in Deutschland, wird jetzt in der SPÖ auch überlegt, dass man diesen Kurs verschärft. Und natürlich diese Ankündigungen der schärferen Grenzkontrollen sind auch in Österreich natürlich mit hohem Interesse registriert worden. Allerdings sind zwischen Bayern und Salzburg oder Bayern und Tirol eh schon seit Jahren verschärfte Kontrollen nach wie vor. Da gibt es auch keine offenen Grenzen. Aber wir haben gesprochen über die Migration, wir haben ein bisschen gesprochen über die Hochwassersituation, von der wir noch nicht wissen, wie sie sich auswirken wird. Sie haben auf die Klimapolitik angesprochen. Was ist denn mit dem demografischen Wandel? Auch Österreich ist ja ein Land, das altert. Spielt der demografische Wandel, spielt die Sicherheit der Altersversorgungssysteme, der medizinischen Versorgung, der Pflegesituation eine Rolle im Wahlkampf? Dieses Thema ist natürlich immer da. Wieder die Parallelen zwischen Österreich und Deutschland sind offensichtlich. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Wir haben noch keinen Pflegenotstand, aber es wird immer schwieriger, die Pflege zu gewährleisten. Einerseits, weil wir einen Mangel an Pfleger und Pflegerinnen haben. Die kommen wie in Deutschland natürlich vor allem aus Osteuropa, mittlerweile aus den Philippinen. Mittlerweile sogar versucht Österreich aktiv aus Südamerika Pflegerinnen anzuwerben. Und ja, natürlich ist es ein prinzipielles Thema. Im Wahlkampf selber sind natürlich Gesundheit, Pflege, soziale Absicherung immer natürlich da, aber weit nicht so dominant eben wie das Thema Migration. Und genau das ist ja ein Problem der österreichischen Sozialdemokratie, also der SPÖ, die Oppositionspartei, die hat eine Wette laufen mit dem neuen, sozusagen der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler. Der hat darauf gehofft, dass eben diese Wahl ganz im Zeichen der sozialen Frage stehen wird. Und eigentlich wäre ja alles angerichtet gewesen für die österreichische Sozialdemokratie. Du bist in der Opposition, die ÖVP ist geschwächt, du hast ein Thema wie die Teuerung, das natürlich auch noch da ist und gerade auch die ärmeren oder die älteren Bevölkerung betrifft. Aber er konnte trotzdem nicht punkten, weil eben dieses andere Thema Migration alles überlagert hat. Aber es kommen da auf Österreich die nächste Regierung, die wird es nicht lustig haben. Also egal, wer diese nächste Regierung anführt, wir haben ein Problem mit dem Budget und wir haben natürlich eben das von Ihnen angesprochene Problem mit immer höher werdenden Kosten der sozialen Absicherung, der Pflege und auch der Krankenkassen. In Deutschland haben wir die Situation, dass alle Parteien die Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen, sagen, da wird es keine Koalition geben. Da gibt es in Deutschland das Schlagwort von der Brandmauer, die zwar auf lokaler Ebene oft schon eingerissen ist, weil dort Kindergartenprojekte oder so auch gemeinsam beschlossen werden. Aber auf Länder- und Bundesebene soll es eben keine Koalition mit der AfD geben. Die FPÖ war ja schon einmal in der Regierung, Anfang der 2000er Jahre, damals unter Wolfgang Schüssel, ÖVP-Kanzler und Jörg Haider. Wie sieht es denn diesmal aus? Hat denn die FPÖ Chancen, in die Regierung zu kommen oder gar den Kanzler zu stellen? Herbert Kickl will ja Volkskanzler werden, wie er es nennt, nicht Bundeskanzler. Ja, vielleicht darf ich beginnen mit diesem Terminus Volkskanzler. Das ist natürlich, wie man in Wien sagen würde, ein
ziemlicher Schmäh, also ein bisschen ein Show-Begriff, weil natürlich ist ein Volkskanzler nicht vorgesehen. Das ist auch ein bisschen ein historisch belasteter Begriff, worauf Kickl auch immer hingewiesen wird, weil sich auch Adolf Hitler eines Mal als Volkskanzler bezeichnet hat. Allerdings haben das auch andere, auch Bruno Kreisky hat sich mal als Volkskanzler bezeichnet, aber das ist quasi nur ein politischer Marketingbegriff. Er erklärt ihn so, dass er eben ein Kanzler für das Volk sein will, aus dem Volk und für das Volk. Er wird die Wahl nach heutiger Sicht gewinnen und dann kann es aber sein, dass er dennoch nicht an die Regierung kommt. Ich würde aus jetziger Sicht sogar davon ausgehen, dass Herbert Kickl nicht Bundeskanzler wird. Warum? Wir haben auch so etwas Ähnliches wie diese Brandmauer-Diskussion. Und seit dieser Begriff in Deutschland eingeführt wurde im Zusammenhang mit der AfD, kursiert er auch bei uns. Also gibt es eine Brandmauer gegenüber der FPÖ? Würde ich sagen, die gibt es von Seiten der Konservativen, also von der Volkspartei, nicht. Allerdings gibt es eine Brandmauer gegenüber Herbert Kickl als Person. Also der jetzige Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Karl Nehammer hat hundertfach dezidiert ausgeschlossen, dass er Herbert Kickl zum Bundeskanzler machen wird. Weil Herbert Kickl brauchte dann eine Mehrheit im österreichischen Parlament. Und die ÖVP sagt, nein, sie werden ihm diese nicht garantieren. Er wird sicher nicht von der ÖVP darin unterstützt, dass er Bundeskanzler wird. Die Sozialdemokratie macht das sowieso nicht. Das heißt, aus jetziger Sicht, wenn man alle Leute beim Wort nimmt, kann Herbert Kickl die Wahl zwar gewinnen, aber niemand will mit ihm koalieren. Eine Variante wird dann immer wieder diskutiert, naja, was ist, wenn dann die FPÖ vielleicht auf Herbert Kickl verzichtet? Der wird zum Beispiel Präsident des Nationalrates, also der einen der größeren Parlamentskammer, und er schickt jemand anderen als Bundeskanzler in die Schlacht. Da hat die FPÖ allerdings klargemacht, nein, also wenn Herbert Kickl gewinnt und wenn er sich aufschwingt, ihm unter Anführungszeichen Volkskanzler zu werden, dann werden wir ihn nicht dann verräumen und er würde das auch nicht zulassen. Was ist denn die Alternative zu einem Herbert Kickl als Bundeskanzler? Das wäre eine Dreierkoalition. Die wird jetzt immer wieder durchgespielt. Das wäre eine Koalition aus der wahrscheinlich zweiten Partei, der zweitstärksten, das ist eben die Volkspartei, und der Kanzler Nehammer plus die SPÖ, die Sozialdemokratie als drittstärkste Partei. Die werden wahrscheinlich allerdings keine gemeinsame Mehrheit haben im Parlament. Also bräuchten sie noch einen dritten Partner. Das wären aus heutiger Sicht die NEOS, also unsere liberale Partei. Ist nicht unbedingt ganz vergleichbar mit der FDP, aber obwohl sie mit ihnen in einer Fraktion im Europaparlament sind. Nur, das wissen Sie besser als wir in Wien, in Deutschland, wie stabil denn so eine Dreierkoalition ist, nämlich gar nicht, sondern die wäre wahrscheinlich sehr labil. Und wenn der einzige Zweck dieses Dreierbündnisses wäre, Herbert Kickl als Bundeskanzler zu verhindern, dann glaube ich, wäre sie schon im Ansatz dem Untergang geweiht. Und es gibt manche in der FPÖ, die sagen, ja, Ende September, am 29. September haben wir zwar die Nationalratswahl, die ist für uns sehr wichtig, da wären wir vielleicht zum ersten Mal Erster, aber wir gehen fix davon aus, dass es eine Dreierkoalition gegen uns gibt und dann in Wahrheit die wichtigere Wahl für uns ist schon die übernächste, die dann vielleicht, wenn diese Dreierkoalition zerbricht, in 2 Jahren stattfindet oder in 3 Jahren, weil dann wird die FPÖ noch stärker sein. Aber da sind wir jetzt natürlich schon sehr im Spekulativen. Trotzdem will ich noch die Spekulation etwas weiter treiben. Wenn die Konstellation so eintreffen würde, wie Sie gesagt haben, also eine Dreierkoalition gegen Herbert Kickl und gegen die FPÖ, wie würde das denn auf die vielen Wähler, die die FPÖ gewählt haben, wirken, wenn ihre Stimmen sozusagen wieder nicht zur Regierungsbeteiligung führen würden, sondern sie als stärkste Partei über einen langen Zeitraum hinweg dann in der Opposition verbleiben müssten? Ja, das wäre natürlich eine große Enttäuschung. Und gerade das wird jetzt auch schon diskutiert und Herbert Kickl ist sehr geschickt darin, dass er genau diese Thematik, die Sie jetzt ansprechen, schon jetzt auch in den Wahlkampf hineinbringt. Warum? Es gibt eine Tradition in Österreich seit Ende des Zweiten Weltkrieges oder seit der Unabhängigkeit Österreichs 1955, dass nämlich der Bundeskanzler, bei uns Alexander van der Bellen, den Chef der jeweils stärksten Partei, die gewählt wurde, damit beauftragt, eine Regierung zu formen. Das war jedes Mal immer bis jetzt so der Fall. Das heißt, eigentlich nach der Norm und nach der politischen Übung müsste Alexander van der Bellen wahrscheinlich Herbert Kickl damit beauftragen, eine Regierung einmal zu bilden und zu versuchen, eine Mehrheit zu bauen. Allerdings hat Alexander van der Bellen gesagt, er weiß nicht, ob er das tut. Und streng nach unserer Verfassung gesehen,
ist der Bundespräsident absolut frei darin, wen er denn mit so einer Regierungsbildung beauftragt. Also er könnte auch den zweitstärksten Beauftragten, Karl Nehammer oder den Sozialdemokraten. Es geht sogar noch weiter. Er darf jeden österreichischen Staatsbürger beauftragen. Er könnte theoretisch mich beauftragen, der Bundespräsident, obwohl ich gar nicht zur Wahl stehe. Versuche eine Bundesregierung zu formen. Natürlich kann ich nur eine Bundesregierung formen. Ich kann ja alle Minister haben, aber ich brauche natürlich eine Mehrheit im Parlament. Jetzt gibt's natürlich, ist natürlich unser Bundespräsident auch unter einem gewissen Druck, weil es ist genau das Problem, was Sie sagen. Also wenn Herbert Kickl 27, 28% bei der Wahl bekommt, dann hat er eigentlich irgendwo das angestammte Recht, mit der Regierungsbildung beauftragt zu werden. Also nicht das Recht, aber so die geübte Praxis. Und hier kommt der Bundespräsident schon unter Druck, weil wenn er das nicht tut, dann bricht er, wie gesagt, mit einer sehr langen Tradition. Jetzt gibt es Überlegungen, naja, vielleicht beauftragt der Bundespräsident Kickl dann doch eben mit der Regierungsbildung, wissend, dass Herbert Kickl als Person aber keine Mehrheit zusammenbringt. Weil weder die ÖVP oder die SPÖ, sie sagen es zumindest, werden mit ihm koalieren. Und jetzt, nachdem Sie mir sozusagen einen Freibrief ausgestellt haben, dass ich ein bisschen spekulieren darf, wir können zu einem Punkt kommen, wo sich auch diese Dreierkoalition nicht einigt, weil ÖVP und SPÖ sind einander momentan nicht wirklich zugetan und da gibt es sehr große inhaltliche Differenzen. Es mag dann ein Punkt kommen, wo ein Patt entsteht und dann könnten vielleicht doch einige in der Volkspartei sich denken, naja, machen wir Herbert Kickl doch zum Bundeskanzler. Es muss sich nur jemand finden, der dann unter ihm den Vizekanzler macht. Für die ÖVP wäre es inhaltlich leichter, weil von den Parteiprogrammen decken sich die ÖVP und die FPÖ in vielen Bereichen. Nicht nur in der Migration, wie wir vorher besprochen haben, sondern vor allem auch im Wirtschaftsbereich oder was Fiskalpolitik, also Steuern betrifft. Abschließend in der Spekulation, das schönste Szenario für die Volkspartei wäre natürlich, wenn sie doch am Ende, am Wahlabend des 29. September, erste und stärkste Partei sind. Das ist theoretisch möglich, weil die Umfragen, die ich vorher zitiert habe, die haben die Freiheitlichen bei 27%, die Volkspartei bei 24%. Und da ist schon, das ist innerhalb der Schwankungsbreite und die EU-Wahlen vor dem Sommer haben gezeigt, dass die ÖVP da stärker war als erwartet und die FPÖ doch deutlich schwächer war als prognostiziert. Das ist natürlich jetzt eingepreist und die Umfragen sind in Österreich im Allgemeinen sehr präzise, aber dennoch gibt es immer noch die Möglichkeit für die ÖVP erste zu werden und dann hätte sie es natürlich leicht und dann könnte ich mir vorstellen, das wäre für sie leichter, die FPÖ vielleicht doch dann als Juniorpartner in eine Regierung zu holen. Wobei auch dann für die ÖVP erste Priorität wäre eine Ampel, also wir nennen es nicht Ampelkoalition, aber ÖVP, Freiheitliche, Liberale. Aber abschließende Frage, bis wann muss dann ein neues Kabinett gebildet sein? Gibt es da irgendwelche Fristen oder kann es zum Beispiel wie im Bundesland Thüringen in Deutschland passieren, dass gar keine neue Regierung gebildet wird, sondern die alte einfach im Amt bleibt? Absolut. Also es ist von der Verfassung her beauftragt der Bundespräsident, an die alte Regierung weiter zu dienen. Das einzige fixe Datum ist, dass sich Ende Oktober wird sich der neue Nationalrat, also unser Bundestag, konstituieren und muss auch einen neuen Präsidenten wählen. Da wird es dann auch interessant, jetzt dann ist schon etwas für Feinspitze, weil normalerweise ist es auch das Recht, das Ungeschriebene allerdings auch, der stärksten Fraktion, dem Nationalratspräsidenten vorzuschlagen. Und die FPÖ könnte dann gleich zum Beispiel einmal Herbert Kickl vorschlagen und dann die anderen Parteien auch wieder etwas segieren und provozieren. Die Bundesregierung, die bleibt de facto dann monatelang im Amt, jahrelang, wenn keine neue, theoretisch. Nur natürlich, wahrscheinlich ähnlich wie in Thüringen, früher oder später wird so eine Regierung, die nicht gewählt ist, ihre Legitimität verlieren. Also nicht, sie kann bis Weihnachten sein, sie kann ins nächste Frühjahr hinein. Aber ich glaube, wenn wir dann eine Regierung haben in einem Jahr und wir haben immer noch keine Wahl, dann würde ich auf eine wirkliche folgende Variante tippen. Es würde der Bundespräsident dann wieder, wie es schon einmal war, eine sogenannte Expertenregierung einsetzen. Die hatten wir bereits im Jahr 2019 für ein halbes Jahr. Hat auch ganz gut funktioniert, hat Österreich halt dann nur verwaltet und keine Gesetze beschrieben. Persönlich glaube ich aber nicht, dass es so weit kommt, weil wenn diese Dreierkoalition nicht zueinander findet, dann wird der Druck auf die innerhalb der ÖVP auch stärker werden, es doch mit der FPÖ zu versuchen. Sie haben Länderbeispiele in Deutschland angesprochen, die hatten wir auch schon in Ländern in Österreich, zum Beispiel in Niederösterreich
oder auch in Salzburg, da die ÖVP als stärkste Partei ausgeschlossen vor der Wahl mit der FPÖ zusammenzugehen. Dann haben die Verhandlungen mit der Sozialdemokratie sind gescheitert, haben gestockt. Und dann haben sich diese Ministerpräsidenten in Salzburg und in Niederösterreich, wir nennen sie Landeshauptmänner, Landeshauptfrauen, dann am Ende doch entschieden, mit der FPÖ zusammenzugehen. Also Sie sehen, da ist momentan sehr, sehr viel Musik drinnen bei diesen Wahlen. Es ist sicher die interessanteste Nationalratswahl der vergangenen Jahrzehnte in Österreich. Herr Bauer, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns da durch die österreichische Innenpolitik geführt haben. Und wie Sie richtig gesagt haben, es bleibt spannend in Wien. Und schauen wir mal, wer dort ins Bundeskanzleramt gespült wird, wenn der Fluss Wien und die Donau abgeflossen sind und die Flut abgeklungen ist. Vielen Dank für heute. Dankeschön für die Einladung.